Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Video über eine Frage, die ich in meinem letzten Video schon gestellt habe und mir darüber erst überhaupt bewusst geworden sind, dass da was passiert sein könnte, was vielen Leuten, die betroffen sind, nicht bewusst ist. Und zwar geht es um den Bestand, es geht darum, dass die Hälfte aller teilnehmenden Schauspieler von der Aktion Alles dicht machen wieder zurückgetreten sind. Sehr verwundert offensichtlich, weil sie nicht damit gerecht haben, die Nazikeule abzubekommen. Jetzt haben sie die Nazikeule abbekommen und machen einen Rückschritt oder treten zurück von dem, was sie getan haben, distanzieren sich von ihrem Werk. Zitat Heike Markatsch: Wenn ich gewusst hätte, dass meine Meinung auch von Rechten vertreten wird, hätte ich sie nicht öffentlich geäußert. So, in meinen Worten wiedergegeben. Und das im Land der Meinungsfreiheit. So, die Frage, die ich gerade auffrischen möchte, ist die, die ich im letzten Video auch schon gestellt habe. Wo sind die Musiker? So hieß das Video. Die Frage darin war: Wusstet ihr das nicht? Wusstet ihr nicht, dass seit schon sehr langer Zeit jeder, aber auch wirklich jeder, der sich kritisch über die Regierung und die Politik äußert, die Nazikeule abbekommt? Ob das ein Wodak ist oder ob das ein Bhakti ist, die mal eins ganz Prominente genannt, aber so wahnsinnig viele andere, die alles andere als Nazis sind und auch nicht einfach zu einer Querdenken-Gruppierung dazugehören, die man auch definitiv nicht, wo man auch nicht sagen kann, die vertreten alle dieselbe Ideologie. Querdenken habe ich kennengelernt und ich bin da nicht drin, sondern nur durch Beobachtung, aber halt doch bildet sich so durch sehr viele Leute, die kein rechtes Gesinnungsgut haben, sondern die einfach ihre Freiheit nicht verlieren wollen. Oder überhaupt irgendetwas an der Politik, an der vorherrschenden, der Regierung auszusetzen haben. Diese Leute landen in der Ecke, in der ihr jetzt auch gelandet seid. War euch das nicht bewusst? Wusstet ihr das nicht? Wusstet ihr nicht bis dahin, dass das so ist und habt vielleicht genau deswegen auch diese Hetze und diese Spaltung mitbetrieben gegen Querdenken und gegen Rechts, was heute sowas von, also Rechts, wenn ich mir angucke, was heute alles rechts ist, dann sind wir Nazi-Staat. Dann sind Leute mit buntesten, dann Hippies. Ich bin ein Hippie, ich bin ein Nazi-Hippie. So bin ich bezeichnet worden. Das sind Wortkreationen, da fällt dir ein Ei aus der Hose. Wenn euch das nicht bewusst war, dass jeder, der ein Problem mit der Regierung im Moment hat und die offen äußert, in der Nazi-Ecke landet, und zwar direkt rechts außen, dann macht euch das bitte bewusst. Und dann spielt diesen Scheiß bitte auch nicht mehr mit. Und Chapeau und Danke an Jan-Josef Liefers. Cool, dass du dich da nicht einfach hast platt machen lassen. Ich meine, die Vorlagen waren ja... Boah, und ich habe gesehen, wie du dir zwischendurch auf die Zunge beißen musstest, um nicht ein noch viel größeres Fass aufzumachen. Aber wir wissen, dass da ein viel größeres Fass ist, nicht wahr? Wir wissen, dass es hier nicht darum geht, die Leute, die Gesundheit der Menschen zu schützen. Das kann ich mir nicht... Ich kann es nicht mehr glauben. Nicht in einem Land, das Nummer 4 im Waffenverkauf ist. Denen ist völlig scheißegal, wie viele Menschen draufgehen jeden Tag.
Macht euch das bitte bewusst, was ihr da unterstützt. Und dieser Scheiß gegen rechts gerade, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir mal darunter verstanden haben. Und es schützt tatsächlich die Leute, die das machen, wovon wir gesagt bekommen haben, sowas machen Rechte und die haben freien Weg. So, ich sag nur Klaus Schwab und Great Reset, mehr nicht. Wer da jetzt immer noch nicht weiß, worum es da geht, ja sorry, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Aber dann habt ihr Schauspieler vielleicht auch einfach selber das Problem, dass ihr einfach noch viel zu viel fern guckt und überhaupt gar nicht kritisch hinterfragt, was im Fernsehen gesagt wird. Jetzt habt ihr das selber mal mitbekommen. Ich weiß, ihr seid keine Nazis. Jeder, das ganze Land weiß, dass ihr keine Nazis seid. Aber ihr kriegt gerade von den Medien die Nazi-Keule. Und so fühlt sich das an. Danke. Haben wir jahrelang selber mitgemacht. Und wir sind keine Nazis. Wir sind nur nicht damit einverstanden, dass unser Land vor die Wand gefahren wird. Und das im Namen einer Rescue-Aktion gegen ein Virus, den ich überhaupt gar nicht bestreiten will. Aber die Notwendigkeit und vor allen Dingen die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen, die stelle ich und nicht alleine sehr in Frage. Und das habt ihr auch getan. Und jetzt habt ihr mitbekommen, was passiert. So, jetzt guckt euch mal an, wer alles in der Ecke drin sitzt. Das sind nicht nur Nazis, bei weitem nicht. Die wenigsten von denen, die heute als Nazis bezeichnet werden, haben irgendwas mit Nazi-Gesinnung zu tun. Die haben einfach nur die Keule drüber gekriegt. Ich wünsche euch den Frieden. Denkt einfach mal mit und guckt, was ihr macht.